riesen Applaus für Alex Wiesinger! Jawohl, der Mann schaut aus, als hätte er einen Hunger. Sie fragen sich vielleicht, was soll da jetzt die Kunst sein? 10, 15 Kaspressmädel, die ist sie doch vergaut, so, weil es mir so gut schmecken im Knödelpalast, ne? Kommen Sie mit Ihren Staunen, was unsere Athleten hier in 10 Minuten verdunkeln. Ist doch klar. Ja. Früher hat man die Scheu, um hier den Kritiklosen der europäischen Supersportler hier nach Kitzbühel zu bringen. Und die haben gesagt, mein, Kitzbühel, wir kommen gerne. Wenn Sie euch die Leute anschauen, das sind richtige Sportler, das sind Top-Athleten. Was so schön wie unsere Tiere. Meine Damen und Herren, sagenhaft ist das Preisgeld 3.000 Euro, nimmt der Mann mit, der heute hier gewinnt. Und sagenhaft ist überhaupt das große Stichwort. Sagenhaft sind die 800 guten, wunderschönen Kastenskeld. Ist zum Verdammten. Und jetzt geht's los. Jetzt kommen die zwei großen Herausforderer. Bitte, Schatzi, ich muss mich konzentrieren. Für Torsten! Mein. Bitte schön. Meine Damen und Herren, die Spannung steigt. Wer das heute wieder macht, wer ist der amtierende und regierende Europameister? Meine Damen und Herren, ein Riesenapplaus, ein großes. Mach sie fertig, okay? Kaspressknödel in der würzigen Rinderbouillon. Riecht wunderbar. Mahlzeit. Nina, alles in Ordnung? Na, bei allem nicht. Dazu gibt es kein Ketchup. Diese Kaspressknödel, die sind das Beste, was ich je gegessen habe. Das schwöre ich bei meinem Pensionsanspruch. Ich brauche das Rezept unbedingt. Rezept ist was für Amateure. Wir machen das mit Gefühl. Aber ich kann dir gerne mal zeigen, wie man Kaspressknödel macht. Wann und wo? Am besten hier am Freitag, wenn der ganze Wirbel vorbei ist. Abgemacht. Meine Damen und Herren, die letzte Minute läuft, jawohl! Jetzt geht's wirklich hart an Fort und Zahn und Zahn und Kaspressknödel, Kaspressknödel! Der wird unser Champion werden dieses Jahr! Da wollte der Moniker Uhr, Dr. Torsten Hürzinger! Ja, die nächsten Sekunden werden alles entscheiden. Im Moment steht es 56 zu 58 Kaspressknödel und es ist noch alles drinnen. Wird jetzt der Torsten Hürzinger diesmal wirklich den Champion bringen oder wie schon so oft? Der Wolfgang Neudecker, meine Damen und Herren, das ist Spannung, das ist Action und jetzt gleich wird die Entscheidung fallen. Lass es mich durch, ich bin Ärztin. Na, nicht jetzt schon irgendwelche Fragen. Ja, ich weiß, erst nach der Obduktion. Sehr gut. Das gibt einen Plus. Und eine Info. Bläulich verfärbte Lippen. Das könnte auch ein Herzinfarkt sein. Muss ich mir da wirklich genau anschauen. Aber kein Herzinfarkt. Der Wolfgang war fit wie ein Turnschuh. Sie sind? Dr. Renner. Valerie Renner. Ich habe den Wolfgang, also den Toten, medizinisch betreut. Medizinisch? Inwiefern? Wegen einer Studie für Nahrungsergänzungsmittel. So, wir haben jetzt alle Anwesenden bevor... Entschuldigen Sie, darf ich Sie bitten, draußen zu warten? Also ja, Entschuldigung. Dankeschön. Wie gesagt, wir haben also alle Anwesenden befragt, sowohl die Teilnehmer als auch das Publikum. Es hat niemand was Besonderes gesehen. Dr. Renner? Kenne ich auch, ist seit 20 Minuten hat versucht, das Opfer zu reanimieren. Keine Chance. Die Frau des Toten steht derartig unter Schock. Alles, was ich aus ihr rausgekriegt habe, war, dass sie Jasmin heißt. Ich glaube, wir lassen ihr noch ein bisschen Zeit. Keinerlei Anzeichen äußerer Gewaltanwendung, keine Abwehr. Entschuldigen Sie, Frau Kollegin. Ja, bitte? Ich habe hier die Gesundheitsdaten der letzten 11 Monate von Herrn Neudecker und habe gedacht, ich bringe sie schnell vorbei. Vielleicht helfen Sie ja. Also das hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Solche Blutwerte hätte ich auch ganz gern. Das liegt am Adiposamin.
An was? Ich entwickle Nahrungsergänzungsmittel für einen großen Lebensmittelkonzern und der Neudecker war mein Proband. Proband? Sagten Sie nicht gerade Nahrungsergänzungsmittel oder reden wir jetzt doch von dem Medikament? Sie haben schon richtig verstanden. Es ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Ich wollte halt trotzdem, dass alles Hand und Fuß hat. Und der Neudecker war durch sein extremes Essverhalten ein totaler Glücksfall. Das Adiposamin greift in den Stoffwechsel ein und reduziert die Fettaufnahme im Körper. Ah, also wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist das Ziel von Ihrem Mittel, dass die Leute in sich reinstopfen können, was sie wollen, solange sie nur hübsch brav ihre Zaubertablettchen schlucken, richtig? Ganz so ist es natürlich nicht. Also nichts für ungut, aber ich setze da doch auf gesunde Selbstverantwortung. Wenn Sie die Daten wollen, können Sie gerne eine Kopie machen. Die Originale muss ich aber wieder mitnehmen. Okay, bis gleich. Also, können wir das jetzt bitte dann schon langsam abbrennen? Erstes sind die Europameisterschaften, bitte. Da ist der Neudecker 61 Hotdogs in 10 Minuten. Ja, ich hab die ersten drei gesehen, die letzten 58, die kann ich mir vorstellen. Was siehst du, bist das auch jetzt so zimperlich? Also, der Neudecker. War 39, hallo? 39. Verheiratet, keine Kinder, gelernter Versicherungskaufmann und seit 2,5 Jahren Profisportler. Ich will sowieso nicht in meinen Kopf rein, dass man davon ernsthaft leben kann. Ja, kennen eh nur die Besten. Und selbst die tun sich schwer. Mich wundert ja, dass diese Wettesser gar nicht so dick sind. Ich meine, wie man sich das vorstellt, ne? So Wettesser. Nein, die Besten sind nicht dick. Und die haben auch ganz spezielle Techniken. Die essen zum Beispiel 2 Tage vor einem Wettkampf gar nichts. Dafür trinken sie extrem viel Wasser. Okay, kennst dich aus mit der Materie, gell? Deswegen greift man bei dir neuerdings ja ins Leere. Also in den letzten Jahren war das immer ein Zweikampf zwischen dem Hierzinger und dem Neudecker. Obwohl der Hierzinger eigentlich immer zweiter Sieger war. Grüß euch. Rattengift. Was? Das schmeckt man doch. Das ist doch extrem bitter, damit man es nicht versehentlich einnehmen kann. Stimmt, aber ich habe in seinem Magen einen ganzen Haufen von bitteren Kräutern gefunden. Wacholder, Wermut, Schafgarbe, Fenchel, Anis, Kümmel, Vibernelle, naja und so weiter. Auf jeden Fall, wenn er das Gift zusammen mit diesen Kräutern eingenommen hat, dann war es geschmacklich sozusagen gut getarnt. Na bitte. Pirkels Entschlackungspulver entgiftet den Körper und regt die Säfte an. Reformhaus Astrid Pirkel am Platz 8, 6370 Kitzbühel. Pirkel. Pirkel, da habe ich gerade irgendwo was. Wo war denn das? Ach, da. Jasmin Neudecker, geborene Pirkel. Das heißt, die Reformhaustante ist die Schwiegermutter von Toten. Energielosigkeit? Schlafstörungen? Oder Selenmangel? Wie meinen? Nichts von all dem. Es würde mich wundern. Wissen Sie, ich mache nämlich gerade eine Zusatzausbildung zur Antlitzanalystin. Und Sie schauen ein bisschen müd und kraftlos aus. Yoga? Ja, tut gut. Außerdem haben wir immer zu wenig Männer in unserer Gruppe. Ach so, interessant. Sagen Sie, wie wird denn das eigentlich hergestellt? In streng kontrollierter Heimarbeit und in ganz kleiner Auflage. Wie fast alles hier. Das ist nämlich unsere Philosophie. Und das ist sowieso meine ganz eigene Linie. Da mache ich alles selber. Da kommt nichts rein, was nicht reingehört. Auch kein Rattengift? Wie kommt jetzt auf so einen Blödsinn? So ein Blödsinn ist es gar nicht. Bei Wettessen im Knödelpalast ist nämlich Ihr Schwiegersohn mit Rattengift vergiftet worden. Und so wie es ausschaut, war das in Ihrer Pulvermischung. Mein Schwiegersohn ist... Ist er... Tot. Und meine Tochter ist in Kitzbühel? Die Jasmin? Ja. Frau Neudecker, war Ihr Mann in letzter Zeit irgendwie anders? Oder hat er von irgendwelchen Problemen erzählt? Der Wolfgang. Der Wolfgang hat eine ganze Literbox Nusseis essen können. 2300 Kalorien. Und dann hat er aufgesagt, er holt sich noch eins. Der hat nie ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe mein ganzes Leben lang gerechnet. Eine Kugel Stracciatella, 114 Kalorien. Zitrone hat nur 60. Haben Sie es gewusst? Ja, aber Sie haben mir was anderes gefragt, Entschuldigung. Ja, passt schon.
Hat er irgendwelche Feinde gehabt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Wolfgang hat so eine Art gehabt. Den hat jeder gleich ins Herz geschlossen. Ein richtiger Kuschelbär. Frau Neudecker, wir haben im Magen von Ihrem Mann einige ungewöhnliche Kräuter gefunden. Wacholder, Wermut. Pippanelle, ja. Genau. Der Wolfgang hat das immer vom Wettkampf angenommen. Er hat immer gesagt, dass das sein Doping ist. Oh. Das bräuchte man bitte für die Spusi. Und haben Sie diese Kräutermischung vor dem Wettkampf die ganze Zeit bei sich gehabt? Ja. Ach so. Nein, ich hab meine Handtasche in die Garderobe getan. Aha. Wie lange war die da circa unbeaufsichtigt? Eine Stunde, eineinhalb. Gut, vielen Dank. Falls Ihnen noch was einfallen sollte, rufen Sie uns bitte an. Ja. Ja. Du, aber Mira, wegen Samstag, da müssen wir noch mal reden. Weil ich komme im Moment echt schlecht weg hier. Morgen? Ja, morgen ist okay, ja. Ja. Na, vielleicht gehen wir spazieren oder so. Gut. Okay, ich melde mich bei dir, ja? Gut. Ciao, Papa. Der Essnomade ist unten beim Schaffelhof gemeldet, als Campinggast. Okay, danke. Was für ein Essnomade? Thorsten Hirzinger. Von 2009 bis 2013 der absolute Superstar der Szene. Der hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, bis der Neudecker auf der Bildfläche erschienen ist und dem Champ gezeigt hat, wo der Bartel den Most holt. Hm, naja, dass es einen gibt, der noch mehr fressen kann, das muss man erst einmal verdauen. Ne? Und das ist nur der sportliche Aspekt. Keine Siege heißt auch kein Preisgeld. Eine Zeit lang hat er versucht, mit einem XXL-Lokal über die Runden zu kommen. Hat auch Werbung dafür gemacht mit seinem Namen. Das ist auch blöd, wenn man nur innerhalb der Szene bekannt ist. Er ist richtig eingefahren damit. Und so ist er, wie er sagt, wieder bei seiner eigentlichen Berufung gelandet. Ich nehme an, diese Berufung hat den Hirzinger auch zum Kaspressknödel-Wettfressen gebracht, oder? Entschuldigung, aber apropos Hirzinger. Sie haben doch gesagt, ich soll mich melden, wenn mir noch was einfällt. Ja, bitte. Danke. Also mein Mann und der Hirzinger haben sich immer wieder gestritten. Das war ich schon richtig normal. Aber vor 2 Wochen beim Einschlafen hat der Wolfgang zu mir gesagt, vor dem Hirzinger müssen wir uns in Acht nehmen. Der schreckt aber gar nichts mehr zurück. Und was könnte er damit gemeint haben? So, Frau Neudecker. Danke schön fürs Mitnehmen. Bitte. Na, die braucht lange Stuben. Der Wolfgang hat sie geliebt. Jedes Mal, wenn wir in Kitzbühel waren, waren wir dort. Kennen Sie die gut? Richtig. Wolfgang war was Besonderes. Anders als alle anderen. Wissen Sie, der hat mich genommen, wie ich bin. Eigentlich hat er mir das beigebracht, mich selbst zu akzeptieren. Und zwar genau so, wie ich bin. Ja, schau's, und das verlernen Sie doch jetzt dann immer. Ich frag mich nur, ob er recht gehabt hat. Ja, und jetzt? Nein. Was soll jetzt aus mir werden? Alles Gute. Das wird schon. Danke schön. Aufpassen, fette Chor! Passt bei Schuh auf der Herrin? Ja, ja, ihre Mingvasen passiert schon nichts. Wie war denn Ihr Verhältnis zum Toten? Gut. Ihren großen Respekt vor der Leistung des anderen gehabt. In Ihren Interviews klingt das aber anders. Ja, das gehört doch alles zur Show. Das übliche Säbelrasseln halt. Na, so war das. Ja. Genau so. War es nicht vielleicht doch eher so, dass Sie und der Herr Neudecker ziemlich am Raufen müssen, um ein ziemlich kleines Stück vom Kuchen? Oder in dem Fall Kaspressnödel, ne? Freilich war es uns alle, aber wenn die Preisgelder her waren. In den Staaten zum Beispiel. Naja, das Problem ist ja, dass Sie schon länger kein Preisgeld mehr gewonnen haben, ne? Ja, gut, ich habe ein schwieriges Jahr gehabt. Zuerst hat mir eine akute Kieferarthritis zurückgeschmissen und dann habe ich den Trainingsrückstand einfach nicht mehr aufgeholt. Kommt vor. Aber wir kommen schon wieder zurück. Früher oder später, glaubst du mir. Jetzt, wo der Neudecker tot ist, eher früher, ne? Da ist noch Fleck. Oh. Entschuldigung, Mama, aber ich habe nicht gewusst, wohin. Namaste.
Dankeschön. Respekt, Astrid. Deine Geschäfte scheinen ja gut zu laufen, nachdem du dir hier zu Hause schon Personal leisten kannst. Das ist Jasmin, meine Tochter. Hast du nicht erkannt? Ach, die... Ach, das tut mir leid, ja. Natürlich, die Jasmin. Mahlzeit. Mahlzeit. Von der Spusi, oder wie? Ja. Wissen wir wenigstens fix, dass das Gift im Kräuterpulver war. Was ist jetzt mit den Fingerabdrücken? So, da ist... Die Kürbissuppe, Freitag bleibt fix, gell? So was von fix. Was habt ihr am Freitag? Geheimnis. Aha. Jedenfalls tun sie unsere Experten mit den Fingerabdrücken schwer, weil irgendwer die Dosen mit einem Durch oder was angegriffen hat und jetzt ist die Hälfte verwischt. Echt? Bitte, wer macht denn sowas? Das ist unglaublich. Das kann man wohl sagen. Aber sie bleiben dran. Damit kommt aber die Frau Birkel als Mörderin in Frage, weil die hat locker das Pulver vergiften und sie ihrem Schwiegersohn geben können. Mutti verzeihen's. Klar, das gefällt mir an der Gräfin. Einen Tag Diät, einen Tag schlenkt sie. Genau die richtige Balance, die Frau versteht zu leben. Naja, wenn man es in meinem Alter noch nicht verstanden hat, dann ist eh Hopfen und Malz verloren. Und diese Astrid Pirkel, obwohl die ungefähr mein Alter ist, die kennt nur eins. Disziplin und Askese. Und an ihrem Schwiegersohn hat die kein gutes Haar gelassen. Ach so. Sie hat zu ihm immer verfressene Sau gesagt. Angefleht habe ich ihm, dass er wenigstens mein Kräuterpulver nimmt. Möchte gar nicht wissen, was er da bei seinen Essveranstaltungen an Zucker und Transfetten und anderen karzinogenen Stoffen in sich hineingestopft hat und Sport. Das ja, Frau Birkel, aber das heißt ja, ohne Ihren Schwiegersohn wäre es natürlich leichter gewesen, Ihre Tochter wieder auf den rechten Pfad zu führen, oder? Wie meinen Sie das? Wir meinen nur, dass Sie die ideale Gelegenheit gehabt hätten, Ihren Schwiegersohn zu vergiften, indem Sie das Kräuterpulver mit Gift präparieren. Wenn man sich ständig Sorgen um die Gesundheit seiner Tochter macht, kommt man wahrscheinlich auf die schrägsten Ideen. Ja, ich habe mir Sorgen, die Jasmin gemacht. Will ich, dass sie irgendwann mit Diabetes und Schlaganfällen und Herzinfarkten ans Bett gefesselt dahin vegetiert? Nein, will ich nicht. Keine Mutter will ihr Kind überleben. Aber dass ich deswegen gleich den Wolfgang umbringe? Ich meine, entschuldigen Sie, für wie verrückt halten Sie mich, denn ich bin ja nicht blind. Ich habe ja gesehen, wie verliebt sie mir war. Vom Hirzinger. Sehr gut. Okay. Und sonst nur Fingerabdrücke von Wolfgang und Jasmin Neudecker. Verstehe. Servus. Der Hirzinger. Scheiß Teil. Herr Jetzinger, wie kommen denn Ihre Fingerabdrücke da drauf? Ja, das ist ganz eine witzige Geschichte. Der Neudecker hat immer so ein Trara um sein Pulver gemacht, da haben wir mir gedacht, probier es auch mal. Aber wenn das seine Geheimwaffe ist, voll Leibe, aus dem Holz bin ich nicht geschnitzt. Das ist wirklich eine witzige Geschichte. Sie sind überhaupt sehr neugierig und weltoffen, oder? Ja, wieso? Na, wegen Ihrem Auswanderungsantrag in die USA. Wie läuft's denn damit? Ist gar nicht so leicht, als Wettessathlet über die Runden zu kommen, oder? Da wären die USA schon praktisch, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Blöd halt, dass Ihr Antrag auf Arbeitsbewilligung abgelehnt worden ist. Wir haben mit Ihrem Agenten in den USA telefoniert und der hätte Sie wirklich liebend gern vertreten, nur da hätten Sie ihm halt einen einzigen aktuellen europäischen Titel nachweisen müssen. Aber die hat Ihnen alle der Neudecker vor der Nase weggeschnappt. Tja. Aber kommen wir zurück zur Kernfrage. Wie kommen Ihre Fingerabdrücke da? Ich sag die Wahrheit wirklich. Freilich, den Neudecker, den habe ich braucht wie die Faust aufs Auge. Aber wenn ich nicht einmal den schlag, dann hätte ich in den Staaten eh keine Chance gehabt. Ich komme schon wieder in Form, ganz sicher. Und wenn ich wirklich geplant hätte, den Neudecker umzubringen, das Gift besorgt, mir den Plan mit dem Pulver ausdenke, auf den richtigen Moment warte und alles, glaubst du wirklich, dass ich so blöd war, mir keine Handschuhe anziehe? Das kann ich Ihnen nicht sagen, ob Sie so blöd wären. Herr Jetzinger, angenommen, Sie sagen die Wahrheit, wann haben Sie denn das Pulver gekostet? Keine Ahnung, vor Woche oder so. Und? Haben wir was gespürt? Bauchweh, Schwindel, Kopfweh, Todesanzeichen? Schön hier. Da hat's aber einer mit der Romantik.
Weißt du, Mira, ich bin im Moment gerade ein bisschen verwirrt. Ich auch. Es ist eher... Was ist das mit uns? Ich weiß nicht, ob ich mich in Mira die Frau oder Mira die Therapeutin verliebt. Also ich für meinen Teil habe mich in Lukas, den Seelenverwandten, verliebt. Verwirrt dich sonst noch was? Entschuldige. Aber es ist nicht nur das, es ist auch die Geschichte mit meiner Dienstarbeit. Du kannst ja überhaupt nicht mehr objektiv sein. Die Therapie dauert jetzt schon so lang. Kannst du vielleicht endlich einmal eine Entscheidung treffen? Oder hältst du mich hin? Ich verhalte mich professionell, keine Sorge. Ich möchte jetzt nach Hause, bitte. So, und jetzt noch einen Hauch, also einen kräftigen Hauch Petersilie drüber. Hm. So, und so, das muss die Konsistenz vom Teig sein. Okay. Was willst du? Na, fotografieren brauchst du das nicht. Einen Teig muss man fühlen und sich das merken. Spür's. Hände anfeuchten, hinein. Trau dich, ich bin gleich wieder da. Trau dich. Alles in Ordnung? Was? Ja, ja. Hier haben wir gerade eine Monsterbestellung abgegeben um die Zeit. Trauschen vom rohmarinierten Hummer mit Eisenkarte, Melonengrüne, Mandel mit Krustentierreis, Vogelmeeren, Räuchertofu. Eine Hochzeitsgesellschaft? Ein einzelner Gast. Weißt du, was das Seltsame ist? Vor 2 Wochen war ein Pärchen da. Die haben haargenau das Gleiche bestellt. Echt? Das muss man auch schauen. Du weißt nicht zufällig, wer das war, der das bestellt hat. Ich nicht, aber meine Buchhaltung. Ordnung ist das halbe Leben. Meine Worte. Meine auch. Wie das ja da? Auf einen Griff. Wolfgang Neudecker. Und du bist dir ganz sicher, dass der nicht mit der da war, die jetzt draußen sitzt? Ganz sicher. Die war viel schlanker. Die vielleicht? Ganz genau. Hallo, Frau Neudecker. Oh, hallo, Frau Kommissarin. Darf ich? Selbstverständlich, gerne. Schön, dass wenigstens der Appetit wieder da ist. Ja. Schauen wir mal, was ich runterbekomme. Der Wolfgang ist ja so gern hierher. Einmal war er sogar mit der Frau Dr. Renner da, habe ich gehört. Ach ja, war er das? Ja, war er. Ist ja auch nichts dabei, oder? Na, was soll dabei sein? Die waren ja fast sowas wie Freunde, der Wolfgang und die Frau Doktor. Die haben viel Zeit miteinander verbracht, die werden ja schon mal was gemeinsam gegessen haben. Ich hatte mir gewundert, dass er genau das Gleiche mit der Frau Dr. Renner gegessen hat, wie sie halt bestellt haben. Alles in Ordnung? Ja. Ich hab mir nur gedacht, das war unser Essen. Aber so kann man sich täuschen, nicht? Mhm. Schatzi, was ist denn? Was hast du denn schon wieder? Der Wolfgang hat mich betrogen. Mit der Frau Dr. Renner. Soll ich dir was sagen? Männer sind so. Die wollen immer nur den knackigen Hintern, nie das Liebenswerte wissen. Du, ich geh mir noch schnell duschen, ja, ich komm gleich wieder. Ich weiß es nicht. Bis morgen, ihr beiden. Nein.
Morgen, Schatzi. Morgen. Hast du ein feines Powerfrühstück? Nein, ich backe uns was. Karottenkuchen, dein Lieblingskuchen, Mama. Ich habe Dinkelmehl verwendet und nur den halben Zucker. Das ist super. Ja. Aber weißt, ich nehme inzwischen überhaupt keinen Zucker mehr. Das macht ja nichts. Das hast du nicht wissen können. Weißt was, ich bin mir sicher, du verputzt den ganzen Kuchen auch allein. Hm? Schaffst du. Mhm. Ich muss jetzt weg. Ciao, bis später. Lass das schmecken. Mhm. Ja, sag den Kollegen vom Unfallkommando, sobald sie irgendwas haben, sollen sie es gleich rübermelden, ja? Aber mach ihnen ein bisschen Feuer unter den Hintern, du weißt ja, wie das ist. Passt, quasi. Danke, ciao. Ist aber schnell gegangen. Ist die Rena noch nicht vernehmungsfähig? Keine Ahnung, sie hat sich nach der Morgenvisite selbst entlassen. Ach so, im Unfall? Unterschenkelbruch, leichte Gehirnerschütterung, Schleudertrauma der Halswirbelsäule und dabei hat sie noch Glück gehabt. Eigentlich soll sie unter ärztlicher Aufsicht bleiben, meint der Oberarzt, aber festbinden kann er sie leider nicht. Wieso hat's nie so eilig? Na gut, dann werden ja der Dr. Reuter und die Frau Dr. Pokorny den kleinen Hausbesuch abstatten, ne? Ich glaube, dass ich recht beliebt bin. Hast du irgendwas gesehen? Farbe, Automarke, Kennzeichen, irgendwas? Nein, leider. Es war dunkel und es ist so schnell gegangen. Wow, das schaut nach einer gezielten Aktion aus, weil der Fahrer hat zuerst noch ein Absperrgitter durchbrochen und ist dann direkt auf sie zugerast. Haben Sie irgendeine Erklärung dafür? Leider. Dazu kann ich gar nichts sagen. Also das finde ich jetzt echt interessant irgendwie. Da haben sie einen schweren Autounfall. 10 Stunden später entlassen sie sich aus dem Krankenhaus und zu Hause haben sie nichts Besseres zu tun, als ihren Laptop mal zu formatieren. Haben Sie dafür vielleicht eine Erklärung? Na gut, den Laptop dürfen wir ja mitnehmen, oder? Wiederschauen. Wiederschauen. Wir haben, wenn man so will, zwei heiße Spuren. Einerseits haben die Kollegen die Spurbreite des Wagens rekonstruiert und zum Zweiten haben wir Lackspuren am Absperrgitter sichergestellt. Welche Farbe? Wahrscheinlich Silber, aber die genaue Pigmentanalyse dauert. Jetzt suchen wir nach einem silbernen Auto mit der Spurbreite, bitte. Ja. Die Spur hat den Computer da wieder in den Originalzustand zurückversetzt, aber die Frau Dr. Renner hat ihren Laptop leider nur dazu benutzt, die Gesundheitsdaten ihrer Wettbewerber zu speichern. Und was ist da drauf? Hauptsächlich Zahlen, also eigentlich nur Zahlen. Jasmin? Jasmin, bist du da? Soll das heißen, die Blutwerte unterscheiden sich? Ja, und zwar eklatant. Die Werte, die mir die Renner gegeben hat, die sind von dem Pumperl gesunden. Und die sie auf dem Computer gespeichert hat, also das sind eher so Werte, wie sie normalerweise so meine Patienten haben. Ja, und kann das an diesem Nahrungsergänzungsmittel liegen, dass das so schlecht benannt war? Naja, also das wäre medizinisch auch unseriös, das zu behaupten. Fakt ist, die Dr. Renner hat die Daten vom Neudecker gefälscht und sie hat ihm den Glauben gelassen, dass alles in Ordnung ist. Ja, Entschuldigung, dass ich frage, aber warum scheinen die Blutwerte dann nicht im Obduktionsbericht auf? Ja, das ist es ja eben. Die Probe, die ich vom Toten habe, ist in Ordnung. Bitte was? Ja, irgendwie, und frag mich jetzt nicht, wie muss die Dr. Renner, als sie da war, die Blutprobe ausgetauscht haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber wenn ich dich richtig einschätze, dann hast du sicher eine B-Probe, oder? Du kennst mich gut, ja. Die habe ich vor einer halben Stunde untersucht. Und jetzt decken sich die Blutwerte mit denen von Renners Laptop. Jetzt sind also alle katastrophal. Kann ihren Blutdruck senken. Hm. Da. Kann Müdigkeitsgefühle verbreiten. Hm. Kann ihre Haarwurzeln stärken. Na bitte. Was haben wir da? Ah, kann Falten glätten. Das sind aber schon ein bisschen viele Kanns, Frau Dr. Renner. Frau Renner, können Ihre Mittelchen auch Blutwerte zerstören, konkret die von Neudecker? Entschuldigung, der Mensch hat gefressen wie ein Mähdrescher. Kein Wunder, dass er so benannt war. An unseren Mitteln ist es jedenfalls nicht gelegen. Ah ja, und das wissen Sie so genau, ohne irgendwelche ernstzunehmenden Tests. Das ist eigentlich praktisch. Man macht einen auf Medikament, es ist aber keins.
Somit braucht man auch nicht beweisen, dass das irgendeine Wirkung hat. Solange das Wörtchen kann oben steht. Das sind doch nur alte Hausmittel, die wir vertreiben, verstehen Sie? Außerdem gibt es da immer noch den Placebo-Effekt und der ist wissenschaftlich. Ey, bitte, jetzt hör's doch auf! Sie nutzen doch nur die Gutgläubigkeit der Menschen aus mit ihren angeblich unabhängigen Tests, die aber dann doch alle das gleiche Ergebnis bringen müssen, ne? Ich glaube, ich wette, die Leute zahlen ihnen ein Vermögen dafür. Und der Lebensmittelkonzern verdient sich auch noch dumm und deppert. Gut, ja. Aber ist es jetzt verboten? Nein. Aber einen Patienten zu untersuchen, der schlechte Blutwerte hat, seine Daten zu verfälschen und ihn ihm glauben zu lassen, dass er gesund ist, das ist verboten. Das sollten Sie eigentlich wissen. So als Ärztin. Und das alles nur, damit kein schlechtes Licht auf die Produktpalette fällt. Wir haben uns die Gesundheitsakte vom Neudecker angeschaut. Der war nämlich vor 2 Wochen bei der gesunden Untersuchung. Und wissen Sie, was die da so unter anderem untersuchen? Hm? Ja, genau, richtig, das Blut. Und da ist ihnen der Neudecker draufgekommen und hat sie zur Rede gestellt. Oder liege ich da falsch? Er hat ihnen gedroht, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann haben sie ihn leider aus dem Weg räumen müssen. Er ist mir tatsächlich draufgekommen, ja. Aber er wollte was anderes. Er wollte Sex. Und den hat er bekommen. Lukas, kommst du bitte kurz? Und wegen den vertauschten Blutproben, da reden wir noch. Wir haben die Ergebnisse vom Unfallkommando. Die haben die Spurbreite des Unfallautos mit der Lackfarbe in Korrelation gebracht, so wie du wollen hast. Passt auf einer von unseren Kandidaten? Auf einen Wagen, der auf die Astrid-Birkel zugelassen ist. Okay, danke Gott. Notarzt ist gleich da. Keine Spur von der Jasmin. Ich gebe auf Hand raus. Ja, mach ich. Gebe ich sofort raus. Oder wart, Lukas. Ich glaube, das ist gar nicht mehr notwendig. Servus. Ich möchte bitte eine Aussage machen. Wie ich damals gern kennengelernt habe, wie wir uns verliebt haben, da habe ich eine Figur gehabt wie die Frau Dr. Renner. Der Wolfgang, glaubst du mal, wenn der knockert war, war der keine Schönheit. Hat mich aber nie gestört, nicht, dass sie glauben. Frau Neudecker. Aber dann wollte er plötzlich die Beziehung öffnen. Eine Auszeit. Ja, und da habe ich schon gewusst, was im Busch ist. Ja, die Frau Dr. Renner. Eine unvorsichtige Fußgängerin ist das. Aber das lasse ich nicht mit mir machen. Zuerst sagt er, ich liebe dich, wie du bist. Iss ruhig, wenn du hungrig bist. Ja, und dann, wenn ich ein paar Kilo zu viel habe, tauscht er mich aus? So haben wir das nicht ausgemacht, mein lieber Freund und Zwetschgenröster. So nicht. Ja, und anstatt, dass sie mir ihre Meinung sagen und ihn verlassen, sich einen anderen suchen, bringen sie ihn einfach um. Dann kommen sie auch noch seelenruhig zu uns und schieben das Ganze dem Hitzing in die Schuhe. Ja. So lustig finde ich das jetzt gar nicht. Ja, aber wenn es funktioniert hat. Wäre es lustig gewesen, nicht? Und Ihre Mutter? Die hat mich auch nicht so sein lassen, wie ich bin. Hast dich in der Tür schon mal von hinten gesehen, Schatzi? Könntest ruhig wieder mal ein paar Sit-Ups machen, Schatzi. Aber ich lasse mir nicht mehr dreinreden. Von niemandem mehr. Und da ist einem ehrlich nichts Besseres eingefallen, als beide zu vergiften. Verrückt, gell? Ja, schon. Ihre Aussage. Kannst du es bitte nur mal durchlesen und dann da unterschreiben? Übrigens, die Birkel kommt durch. Na Gott sei Dank. Bitte schön. Wunderbar.
Na, dann Mahlzeit. Guten Appetit. Mahlzeit. Und? Heif. Ja, also, gar nicht so. Gar nicht so schlecht, gell? Ja, Und Sie, Herr Meisterkoch, was sagen Sie? Also, es kommt zum Schluss nie auf das Gelingen an, sondern nur auf den Versuch. Also, wer will ein Ketchup?